Lizzo, das ist sie an ganz normalen Tag daheim. Lizzo tourt derzeit um die Welt, versprüht auf den ganz großen Bühnen ihre Lebensfreude. Jetzt ist sie allerdings wieder daheim, macht eine kurze Pause von den Strapazen des Herumreisen. Und so ist sie auch wieder selbst für ihr Essen zuständig. Was kommt bei ihr auf den Teller? In einem witzigen What I Eat in AD TikTok verrät sie es ihren FollowerInnen. Was ich einen Tag lang essen? Nach der Tour-Edition leitet die Sängerin ihr sympathisches Video ein. Und wie es die Routine nun einmal so will, startet sie mit einem Frühstück in den Tag. Dieser Karotte-Apfel-Orangensaft war in meinem Kühlschrank, also trinke ich ihn. Witzelt die US-Amerikanerin. Flüssignahrung reicht ihr allerdings nicht, Lizzo isst dazu Erdnussgranola mit High-Protein-Müsli und Milch. Brombeeren und Chiasamen vervollständigen das gesunde Mahl. Weiter erklärt sie ihr Ziel für ihre Ernährung am Tag, sie möchte nämlich kein Essen bestellen. Und alles benutzen. Was ich noch in meiner Küche habe. Sehr bodenständig. Zum Mittagessen bereitet sie sich dann Smokey Bacon Hummus Tacos zu, allerdings in der veganer Variante. Und damit überrascht sie ihre Fans, die das TikTok begeistert kommentieren, als ich dachte. Du könntest nicht noch perfekter sein, isst du vegan. Für den süßen Abschluss ihres Lunches gibt es einen gesunden Fruchtsnack, Mangostücke und Papaya. Ein bisschen sündigen darf an einem freien Tag bei Lizzo natürlich auch sein, sie gönnt sich Takis Chips, die sie mit Mango kombiniert. Ihre weit aufgerissenen Augen zeigen, dass die eigenwillige Food-Kreation zumindest Eindruck hinterlassen hat. Abends kocht sie sich Yamswurzel mit Miso-Sauce, Nudeln und Kohl, gesund und nahrhaft. Zum perfekten Abschluss des freien Tages genießt sie ihre Mahlzeit vor dem Fernseher. Mit ihrem herrlich sympathischen Video beweist Lizzo, sie ist wie wir. Thank you.